die bisherigen Gutachtenkritiker reichen nicht aus. Da habe ich noch jemanden in petto. Ich erkläre es euch in diesem Video. Welcome at ACTV. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Professor Dr. Werner Leitner, Herr Rainer Müller-Hahn oder eben Herr Professor Dr. Wilfried Hommers. Hommers, emeritierter Professor, ist ebenfalls sehr geeignet als Gutachtenskritiker. Er hat lange Jahre an der Universität in Würzburg gearbeitet mit den Fachgebieten Rechtspsychologie, differenzielle Psychologie und psychologische Diagnostik. Und er hat in der Vergangenheit, also mir sind Gutachten oder methodenkritische Stellungnahmen richtigerweise von ihm bekannt, bewiesen, dass er ebenfalls wie Leitner sehr wissenschaftlich ausführt, wo Mängel in Gutachten von Gerichtsgutachten bestehen. Man merkt bei Hommers, dass er, ja, sag ich mal, nicht ganz die Gerichtserfahrung hat, weil er zwar in der Verteidigung seiner Thesen ebenfalls super sattelfest ist, aber sich leichter von Richtern, die ihn aufs Glatteis führen wollen, hinterfragen lässt. Das ist aber nicht sein Fehler, sondern das ist der Verdienst in Anführungszeichen von Richtern, die das Haar in der Suppe verzweifelt suchen, um ihre eigenen ungeeigneten Gutachter zu legitimieren. Also auch am Professor Dr. Wilfried Hommers könnt ihr euch wenden. Adressen findet ihr im Internet. Damit haben wir schon mal drei Leute. Und falls jemand von euch selber methodenkritische Stellungnahmen oder Gegengutachten hat, einen entsprechenden Gegengutachter empfehlen kann, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Ansonsten auch für Hommers Daumen hoch. Und ich würde mich freuen, ebenfalls über ein Like oder ein Kanalabo oder vielleicht sogar einen Kommentar. Bis dann. Servus.